Okay. So. Genau, nach oben schadet nie. So. Wo ist da jetzt ein Tatort? Genau, unter mir irgendwo. Ah. Da ist einer runtergeflogen. Das wird's wohl sein. Die Polizei weiß, dass das Opfer von einem Gebäude gestürzt ist, aber das war's auch schon. Seine Identität könnte Licht in die Sache bringen. Brian Murphy, Account Manager für die Gotham Merchant. Todesursache innere Verletzungen als Folge des Sturzes. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Zeit herauszufinden, wie und warum. Spuren deuten auf einen Aufprall mit hoher Geschwindigkeit hin. Ich muss hoch aufs Dach. Okay. So, ich hoffe, ich komme darauf. Aufs Dach. Das ist das hier gemeint. Fledermaus ist da. Oh Gott. Keiner aufs Maul willst, verpiss dich besser! Aufs Dach, auf welches Dach? Auf das da? Naja. Das Geländer hier ist kaputt. War es ein Unfall oder wurde er geschubst? Ja, zwei Paar Fußspuren. Das Opfer war also nicht allein. Und die verstreuten Papiere überall deuten auf eine Aktentasche hin. Die muss ich finden. Okay. Das haben wir jetzt wieder. Da ist irgendwo was. Okay. Ach, das geht aber nur oben. Okay. Wie soll ich diese Aktentasche finden? Diese scheiß Aktentasche. Ja, aber ich komme da nicht runter. Sobald ich da runter gehe, ist dieser Modus aus. Ah, da liegt sie. Jetzt glaube ich, habe ich es gesehen. Da ist sie durchgefallen und müsstet. Das zweite Loch. Ach so, von unten kann ich das.
Da sehe ich jetzt diese Aktentasche nirgends. So finde ich diese dämliche Aktentasche nicht. Da liegt sie. Na gut. So, Beweiskanne. Nein. Was macht der? Einmal verdrückt. Hey, das war jetzt ein cooler Move. So, jetzt haben wir's. Interessant, hier finden sich zwei Paar Fingerabdrücke. Eins passt zum Opfer, das andere zu Robert Haynes, einem bekannten Trickbetrüger. Alfred, ich brauche den letzten bekannten Aufenthaltsort von Robert Haynes. Ich schicke dir alle meine Daten, vielleicht hilft es. Nicht nötig, Sir. Ich habe bereits ein Suchgebiet ermittelt. Schauen Sie auf Ihr Display. Ah, das bringt massig Punkte. Sehr gut. Gut. Was haben wir jetzt? Was kommt als nächster? Karte. Okay, löse das Verbrechen. Aber sonst haben wir ja jetzt nichts. Haben wir da jetzt schon irgendeine Schnellreise? Ja, da hätten wir die Schnellreise, ne? Da könnten wir jetzt schon Schnellreise hinmachen. Geil. Ja, so kann man auch ein bisschen Ladezeit überbrücken. Schon klar. Kann er in der Stadt, wird die Fledermaus nicht wissen, wie ihm geschieht. Der hatte bestimmt noch nie so viel gleichzeitig um die Uhr. Vergiss Sionis auf mich sehen! Die Cops müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Warum da den Schlag nicht? Das... Jawohl. So. Okay. Jetzt müssen wir uns zum Ziel noch vorarbeiten, das Stück. Was meinst du? Ich kann die Ausweise machen, aber denkst du, das klappt? Ich habe die Kontonummern und Passwörter. Wenn wir Ausweise haben, die sagen, dass... Durch dir! Vitale, wir haben jetzt... Das funktioniert oft nicht. Dieser Move, der Finisher. Wenn ich mich nicht in den Polizeifunk einklinken kann, bin ich zu sehr im Nachteil. Ich sollte ihr mobiles Relais hacken. Okay, dann machen wir das. Rubio, wie lautet Ihre 20? Auf dem Balkon für eine Fluppe mit Jimenez. Diese Männer auf dem Balkon, das könnte mein Weg hinein sein. Das ist klare Sache. Der Pinguin hat Black Mask und seine Freundin ermordet. Wir haben ja sogar seine patschigen kleinen Fingerabdrücke direkt neben den Leichen. Ja, den Pinguin haben wir am Sack. Und
gern sehen, wie er sich da rauswinden will. Fingerabdrücke, zwei Tote. Der wandert in den Knast. Ja, und die Spurensicherung heimt den ganzen Ruhm ein. Dabei habe ich die Fingerabdrücke gefunden. Die Krux des Ersten vor Ort. Man kann Beute abgreifen, kriegt aber keine Anerkennung. Ich für meinen Teil würde mich jederzeit für die Beute entscheiden. Okay, also keine guten Kiewerer. So, na dann nochmal darüber. Wo zur Hölle ist er hin? Ja, das schaust. Hat jemand Sichtkontakt? Wo bist du? Nee! Na, das hat ihm aber nicht sehr beeindruckt. Verstärkung eintreffen! Okay. Da bin ich jetzt eh genau dort, wo ich eigentlich sein sollte. Ich schaue nur nicht, dass das wieder eine andere Mission ist, wo ich da zufällig wieder reingestolpert bin. Die Lazy Towers. Jawohl, sehr gut. Und da wäre ich jetzt, weil er hier gerade speichert, denke ich mal, ist es ein ganz guter Punkt, auch die Aufnahme mal hier wieder zu beenden. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn es einen Kommentar da lassen wird oder vielleicht eine Bewertung abgibt. Nicht, weil ich damit Geld verdiene, nein, nein, keine Sorge, wenn man auf meine Klicks drauf schaut, weiß man, dass ich damit sicherlich kein Geld verdiene. Aber es motiviert mich einfach und ja, je mehr ich motiviert bin, desto mehr Projekte gibt's. Danke fürs Zuschauen, pfiat euch, Leidln!